Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, es ist bald Weihnachten. Wir sind aber gerade in Lissabon, hinter mir ist der Strand und auch der Genesis G70 Shooting Brake. Und den haben wir euch ja bereits im Studio vorgestellt und heute dürfen wir ihn endlich fahren und genau dazu möchte ich euch mitnehmen. Falls ihr also darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir neben dem Fahren heute gemeinsam machen? Wir werden uns die Optik anschauen, über die verschiedenen Ausstattungsvarianten sprechen, über den Innenraum und auch über den Kofferraum. Bleibt jetzt dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, sprechen wir vielleicht erstmal über die drei Ausstattungsvarianten. Beginnend mit Premium, Luxus und Sport. Jan hat euch die Sportvariante vorgestellt, hier haben wir jetzt die Luxusvariante. Ich werde euch im Laufe dieses Reviews erklären, wo die Unterschiede liegen. Und wir haben jetzt hier eine weiße Farbe drauf, die 820 Euro Aufpreis kostet. Ihr könnt zwischen 6 bis 12 Lacken wählen. Ich finde die sehr schick, sehr zurückhaltend, vor allem hier eben in der Luxusline. Und wir haben euch ja schon sehr viel Genesis bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Den GV80, den G80, den GV70, den G70 als Limousine und hier steht er jetzt als Shooting Brake. Und was bedeutet Shooting Brake? Ja, das ist eine Mischung aus Kombi und Coupé, ist vor allem für uns Deutsche bzw. Europäer sehr von Vorteil. Wir stehen auf Kombis. Warum? Weil wir sehr viel Platz im Kofferraum haben. Und deswegen wurde dieses Auto von Genesis auch extra für Europa konzipiert. Das gibt es so nicht in Asien, da gibt es dann eher die Limousine. Wenn wir jetzt hier vorne über die Optik sprechen, geht es erstmal hier ganz windig darum, woran erkennt man eigentlich einen Genesis? Genau an zwei Dingen, beziehungsweise an drei von vorne. Wir haben das Genesis-Logo, wir haben den Crest, also das Schild, was sehr typisch nach unten zeigt, in der Luxury-Line jetzt hier nochmal eben so ein bisschen glitzert in der Sonne. Und wir haben die Quad-Lamps, also eine zweigeteilte Leuchte. Serienmäßig sind das ganz normale LED-Leuchten. Im Technikpaket, ich schreibe euch unten dann die ganzen Preise dazu, bekommt ihr dann hier noch adaptives Fernlicht, was dann ein bisschen besser ist, weil es eben beispielsweise den Gegenverkehr abblendet, aber Schilder anblendet. Sehr langgezogene Motorhaube und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Seite und sprechen über die Wettbewerber. Und da gibt es auf dem deutschen Markt einige. Genesis hat es da nicht leicht, zum Beispiel den 3er BMW, Mercedes C-Klasse oder auch den Audi A4 oder VW Ateon Shooting Brake. Also ebenfalls in dieser Karosserieform haben wir euch alle bei uns auf dem Kanal vorgestellt, falls ihr da auch mal vorbeischauen wollt. Und jetzt sprechen wir hier über die Maße. Ihr seht ihn jetzt hier in voller Länge. 4,69 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,40 Meter hoch. Radstand von 2,84 Meter und ein Wendekreis von 11 Meter. Sehr viel Technik, sehr viel Zahlen. Jetzt quatsche ich nicht mehr so viel über Zahlen, sondern jetzt geht es wirklich darum, was kriegen wir hier für ein Fahrwerk. Serienmäßig ist ein ganz normales Fahrwerk dabei. Ihr bekommt aber auch ein adaptives Fahrwerk ab der Luxury Line bzw. ab Sport. Und ihr bekommt ihn jetzt als Allrad bzw. als Heckantrieb. Diesel oder Benziner. Ist eigentlich immer ganz einfach. Ihr habt immer eine Choice, yes or no. Wollt ihr einen Benziner, wollt ihr einen Diesel, wollt ihr Allrad, wollt ihr Heckantrieb. Hier haben wir jetzt den Benziner mit Allradantrieb. Bei der heckgetriebenen Variante bekommt ihr in Sport hinten auch immer noch ein Sperrdifferenzial dazu. Und an der Seite stehen, sprechen wir vielleicht über die Felgen. 17 bis 19 Zoll. Bei der Luxuslinie habt ihr serienmäßig immer die 18 Zoll dabei. Sport kommt damit 19 Zoll. Die Felge ist jetzt hier ganz schick. In der Mitte haben wir dann auch noch das Genesis-Logo. Sonst haben wir keine Beplankung oder so, aber eine Kleinigkeit möchte ich euch zeigen, die ich sehr schön finde. Und zwar haben wir hier ein Element, was nicht nur zur Dekoration ist, sondern da geht auch wirklich Luft durch. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann da auch meine Hand so reinstecken und hier auch wieder raus. Heißt, wir haben hier einen relativ guten CW-Wert von 0,28. So. Spiegelkappen jetzt hier in einem Weiß. Wir haben relativ viel Chrom hier. Man sieht, es ist ein Auto, was aus Korea kommt. Deutsche mögen ja Chrom nicht so sehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Sonst haben wir hinten leicht abgedunkelte Scheiben. Ab der B-Säule haben wir dann jetzt hier eben, ich lasse mal Jan kurz durchlaufen, sehr gut. Ab der B-Säule haben wir dann eben den Unterschied im Vergleich zur Limousine, die wir euch ja schon vorgestellt haben. 60 Liter Tank und jetzt geht es ja eigentlich ums Heck. Erstmal sehr schöner Spoiler, wie ich finde. Der ist nochmal hier so abgesetzt. Auch hier kann man dann wieder mit der Hand runtergehen.
sehr lang gezogen. Es ist ein Shooting Break. Wir haben jetzt hier einen größeren Kofferraum. In der Mitte Genesis stehend. 2,0 T ist der 2 Liter Benziner. Allradantrieb habe ich euch ja schon gesagt. Und besonders am Heck ist für mich die viergeteilte Heckleuchte. 1, 2, 3, 4, die dann sogar noch in die Heckklappe reingeht. Das ist was Besonderes. Und im Vergleich zur Sportvariante habt ihr jetzt hier einen anderen Diffusor. Heißt, hier ist ein Endrohr, hier ist das andere Endrohr. Bei der Sportvariante habt ihr dann hier drüben zwei Endrohre. Sieht für mich ein bisschen asymmetrisch aus in der Sportvariante, aber es ist Geschmackssache. Ich mache euch da mal ein Schnittbild drüber, dann könnt ihr euch das im Vergleich anschauen und mir sagen, was ihr besser findet. So, und jetzt geht es natürlich drum, Kofferraum. Es ist ein Kofferraumwunder hier, wir machen den mal auf. An diesem Knopf funktioniert es. Man muss sich erst ja dran gewöhnen, wo der ist. Und wir haben euch jetzt mal unsere zwei Chaos-Koffer drin gelassen, damit ihr auch mal so ein bisschen die Platzverhältnisse seht. Jans Koffer, mein Koffer und erstmal hier Hutablage, kann man ganz einfach rausheben, ist eine feste Hutablage, sehr gut verarbeitet, also nicht nur einfach so ein labbriges Ding, kann man auch komplett rausmachen und ihr seht jetzt hier eben unsere Koffer, ich mache das hier mal so dazu und wichtig ist jetzt zu wissen, wie können wir jetzt den Kofferraum umklappen, einmal hier und einmal auf der anderen Seite, ich mache das jetzt hier nochmal weg, dass ihr es seht und jetzt haben wir 465 bis 1500 35 Liter Fassungsvermögen. Das sind 40% mehr als im Vergleich zur Limousine. Die hat dann 330 Liter. Jetzt mache ich das hier wieder rein. Es ist eine kleine Fummelei, aber eigentlich ist es dann recht schnell drin. Ich mache jetzt hier hinten zu. Genau, Koffer habt ihr gesehen. Und wir gehen jetzt gemeinsam noch auf die Rückbank, schauen nämlich, wie viel Platz ich da hinten habe. Huch, ich bin 1,64 Meter groß und dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit. Ja, hier hinten angekommen ist es auch ziemlich windstill, meine Frisur auch schon total verwuschelt. Die Sitze sind jetzt auf Jans Größe eingestellt, 1,88 Meter und ich habe trotzdem noch ja, gut eine Faust nach vorne Platz und nach oben hin auch 1,5 Fäuste. Wir haben jetzt hier einen hellen Himmel und den schwarzen Innenraum. Es gibt noch verschiedene andere Farben, ich erzähle euch aber später mehr zum Innenraum, wenn wir vorne sitzen. Sehr weich hier jetzt, perforiert, wir haben Isofix hinten auch noch, Armauflage mit zwei Cupholdern. Und auch, wir haben hier ein Allradauto, eine Durchreiche. Heißt, damit könnt ihr jetzt auch Skifahren gehen, eure Ski einfach durchladen und habt dann keinen Trouble mit dem Allrad und auch mit dem Platz. Jetzt machen wir hier wieder zu. Ich komme noch raus und wir sprechen noch über die Tür. Und dieses Element hier unterscheidet sich je nach Ausstattungsvariante. Heißt, in der Premium-Variante ist es ein Klavierlack. Luxury ist so ein ja, Aluminium-Look und bei Sport ist es auch ein Aluminium-Look mit einem anderen Muster. Wir haben jetzt hier die optionale Lexicon-Anlage dabei, erzähle ich euch später auch noch ein bisschen was dazu und hier jetzt eine Sitzheizung in drei Stufen und ein Fensterheber. Alles sehr, sehr luxuriös, wie der Name schon sagt. Hier auch noch eine Genesis-Einstiegsleiste und relativ wenig Platz hier jetzt in der Tür, da hätte ich mir mehr gewünscht, aber sonst sieht es schon alles ganz gut hier aus. Jetzt komme ich mal wieder hier raus in den Wind. Mach hier zu und Jan zeigt euch da hinten mal noch den Strand. Wir machen jetzt gemeinsam die Motorhaube auf und dann erzähle ich euch noch was zu den Motorvarianten und vor allem zu dem Benziner, den wir jetzt hier haben. So, und hier vorne angekommen haben wir erstmal die Wahl zwischen Diesel und Benziner, habe ich euch ja schon erzählt. Der Diesel hat 200 PS und 440 Newtonmeter maximales Drehmoment. Bei den Benzinern gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal mit 197 PS und einmal mit 245 PS. Und hier haben wir jetzt die 245 PS Variante. Der hat jetzt eine Beschleunigung von 6,9 Sekunden auf 100 und fährt V-Max 235 km/h. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist hier vorne zu. Wir gehen noch in den Innenraum, sprechen da noch über das Infotainment-System, über das Lexicon-Audio-Paket, was wir jetzt hier drin haben. Und dann fahren wir gemeinsam hier noch am Strand entlang und ich erzähle euch, wie er sich fährt, weil gezeigt habe ich ihn euch ja bereits schon im Studio. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und eine Sache, die erstmal wichtig ist, ihr bekommt jetzt optional ein Glasschiebe-Panoramadach für ungefähr 1000 Euro dazu. Das haben wir jetzt hier leider nicht, ihr könnt aber mal in mein anderes Review schauen, das kommt wahrscheinlich dann Ende Dezember online, da zeige ich euch das dann. Und jetzt sprechen wir über die Sitze und wir haben jetzt hier ein schönes Schwarz im Innenraum,
sehr weich jetzt hier auf der Haut, wieder perforiert mit so aufrecht stehenden Muster. Hier unten dann ausreichend Platz, dass man da gut sitzen kann. Heißt, man braucht nicht Angst haben, falls man etwas breiteren Po hat, dass man da keinen Platz findet. Und auch hier die Seitenbacken sind nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Schauen wir mal noch gemeinsam in die Türen. Das ist eigentlich genauso wie auch auf der Rückbank. Alles sehr gut verarbeitet. Wir haben da wieder dieses Aluminiumteil, was jetzt je nach Ausstattungsvariante variiert. Und ihr seht jetzt da Lexicon. Die Anlage ist wirklich gut. Wir haben die ausgiebig getestet. Ich werde euch auch im Innenraum jetzt gleich noch zeigen, was man da alles machen kann. Und die macht einen tollen Sound. Und es macht richtig Spaß, damit rumzufahren und eben Musik zu hören. Genesis Einstiegsleiste, Genesis Fußmatte. Also überall Branding, dass man auf jeden Fall nicht vergisst, worin man hier sitzt. Hier auch noch ein großes Handschuhfach, das so satiniert ist. Ihr seht, wir haben hier Nummer 2 bekommen. Hier, das ist übrigens sehr schön, diese Satin-Optik. Und wenn ich das jetzt hier wieder zumache, sprechen wir vielleicht noch über das Cockpit hier vorne, beziehungsweise die ganze Anmutung. Alles sehr waagrecht, alles bezogen, gar kein Hartplastik. Also ich finde hier, doch hier ist ein bisschen Hartplastik, auch das ist so mit Soft-Touch nochmal bezogen, also sehr gut verarbeitet. Wir haben jetzt hier 2 Cupholder in der Mitte. Platz, um was zu verstauen, auch wieder mit dem Satin hier. Hier dann ein USB-Anschluss. Adapter müsst ihr euch selber kaufen, die kommen dann hier nicht dazu. Und hier sind wir dann eben bei den Drive-Modi. Können wir durchspielen kurz. Das ist Eco, Komfort, Sport und Sport Plus. Besprechen wir aber auch gleich noch bei der Fahrt. Das ist jetzt ein bisschen fies, dass ich das Jan jetzt hier antue, dass er sich so rüberbeugen muss. Hier ist der Gangwahlhebel. 8-Gang-Automatik haben wir jetzt jeweils immer drin bei der Diesel- und bei der Benzin-Variante. Sprechen wir auch gleich bei der Fahrt drüber. Und hier haben wir dann eine induktive Ladefläche, wo ihr euer Handy hinlegen könnt und es lädt dann eben induktiv, aber auch optional eben mit einem USB-Anschluss. Jetzt würde ich aber sagen, kommt Jan rein, weil er holt sich sonst einen Hexenschuss, wenn er sich hier so reinbeugen muss. Denn ja, wir sitzen hier in keinem SUV. Man sitzt relativ tief, es ist eben ein Shooting Break und das ist der große Vorteil. Aber da besprechen wir gleich mehr bei der Fahrt, denn wir haben einen Kofferraum und trotzdem muss man nicht so hoch sitzen, weil ich mag das eigentlich nicht so gern. Übers Lenkrad, liegt gut in der Hand, ist tendenziell eher schmal. Hier vor allem an den Stellen, wo man da meistens mit der Hand ist. Hinten haben wir dann auch noch Schaltpedal aus so einem, ja, es ist wahrscheinlich Plastik. Wäre das jetzt noch aus so einem richtigen Aluminium, wäre vielleicht ein bisschen besser. Plus, Minus, könnte dann selbst noch mitschalten. Und in der Mitte dann eben Genesis auf dem Pralltopf. Sehr schönes Logo übrigens. Hier habt ihr dann alles für die Sprachsteuerung und für die Lautstärkensteuerung. Und hier drüben dann alles für die Assistenzsysteme. Benutzen wir gleich bei der Fahrt. Ein Highlight hier drin ist das Cockpit da vorne, denn es ist 3D-fähig. Wir switchen gleich auch nochmal rum, was man da alles machen kann. Hier seht ihr jetzt aber Tempolimit, können uns also die Assistenten anzeigen lassen, Fahrdaten und auch die Navigation. Oben dann auch noch ein Head-Up-Display, das mir alle wichtigen Informationen gibt über die Geschwindigkeit und auch die Assistenzsysteme. Das kriegt ihr immer beim Technikpaket mit dazu. Und wenn wir jetzt über das Infotainment-System sprechen, zeige ich euch jetzt erstmal, wo ihr hier landet, wenn ihr das Infotainment-System startet. Das ist der Startbildschirm. Hier könnt ihr rüber swipen. Und eigentlich habe ich nur 2 Dinge, die mir wichtig sind. Eine ist, hier habt ihr das Head-Up-Display, was ihr einstellen könnt, aber auch das Kombi-Instrument. Und da könnt ihr das 3D-Cluster, wie ich euch gerade schon beschrieben habe, einstellen. Und schaut euch das mal an, maximal normal aus. Wenn ihr da seid, mache ich das mal. Jetzt ist es maximal aus. Maximal aus. Seht ihr den Unterschied? Also es heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass ihr da die ganze Zeit 3D drin habt. Ihr könnt euch das ja selbst konfigurieren bzw. einstellen. Ich finde die 3D-Ansicht sehr cool. So, die zweite Sache, die ich euch zeigen möchte, ist folgende. Wir gehen wieder hier zurück auf Home. Funktioniert hier alles sehr easy per Touch. Einstellungen und zwar Audio-Einstellungen. Wir haben ja hier jetzt die Lexicon-Anlage. Und hier ist es interessant, denn wir können jetzt hier bei Fader, Balancer, Premium Sound können wir uns verschiedene Arten aussuchen, wie wir jetzt den Sound hören möchten. Es ist einmal Publikum, da sitzt man quasi im Publikum und der Sound hört sich so an, als ob der vor einem wäre so ein bisschen. Das heißt, die verschiedenen Komponenten, Geige, Gitarre und Sänger, rücken nach vorne. Bühne ist dann wirklich, man sitzt da in der Mitte und dann hat man wirklich so ein Concert Hall, mein Englisch ist super, Concert Hall Feeling. Das ist wirklich sehr cool und hier unten dann auch nochmal Referenz. Also es ist dann eher der Referenzklang, der sehr originalgetreu ist. Kostet 840 Euro Aufpreis, macht auf jeden Fall sehr Spaß. Probiert es mal aus, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. So, jetzt gehen wir wieder zurück und dann noch eine letzte Sache. Genesis Connected Services finde ich sehr gut. Ihr habt hier nämlich Live-Wetterdaten, könnt aber auch bei Genesis Live, was viel besser ist, Verkehrsinfo live anschauen und aber auch eben Live-Parkplätze und Live-Tankstellen. Das ist ein großer Vorteil, weil ganz oft
sagt Jan mir dann, okay Jess, wir müssen an eine Tankstelle, such mal bei Google, ich hole raus an mein Handy, such nach einer Tankstelle, das ist manchmal nervig. Hier habt ihr es eben direkt mit dabei und könnt dann auch direkt hinnavigieren und habt hier dann auch noch den, ja, leider etwas teuren Benzinpreis. Was wir aber jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren und dann, ja, erzähle ich euch, wie er sich so fährt. Kommt mit! Wir fahren jetzt gemeinsam los und starten jetzt unseren Genesis G70. Schaut mal, wie das hier alles schön reinfährt. Da vorne kommt dann das Genesis-Logo ins Head-Up-Display. Und die Rückfahrkamera habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Findet ihr hier ganz einfach, habt hier einmal eine Sicht nach hinten, einmal auch nochmal so eine breitere Sicht für die Felgen. Könnt auch so nach hinten schauen und hier vor allem, was ich sehr gut finde, habt ihr eine Übersicht einmal rund ums Auto und seht dann, ob ihr euch was kaputt fahrt oder nicht. Hier unten ist dann auch der Knopf dafür. Und was wir hier auch haben, sind die verschiedenen Drive-Modi und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal gemeinsam in Sport. Ich gehe runter in D und wir fahren los. Jetzt geht es ja erstmal darum, wie fühle ich mich jetzt hier in dem Auto? Ich habe es ja schon mal angesprochen, ich sitze jetzt relativ flach auf dem Boden, was ich aber sehr gerne mag, weil es eben dadurch ein bisschen sportlicher ist. Ich sitze nicht so hoch, ich bin nicht so der SUV-Fahrer, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, habe aber trotzdem eben alle anderen Vorteile, die man bei einem SUV hat. Rundumsicht ist auch in Ordnung dementsprechend. Was jetzt interessant ist, wie ist die Lenkung? Die ist in der Mittellage ein bisschen schwammig. Sonst aber sehr direkt und interessant ist jetzt auch, wir haben jetzt hier das adaptive Fahrwerk. Bedeutet, je nach Fahrmodi, in dem wir sind, passt sich das an. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht mal hier in Komfort gehen. Ich merke dann, die Federung wird ein bisschen weicher, auch die Gasannahme wird ein bisschen leichter. Und eine interessante Sache, die wir jetzt hier drin machen können, ist, schaut mal, wir haben jetzt hier so einen Blinker, so einen Blindspot. So ein toter Winkelassistent heißt, egal wo ich hinblinke, ich mache das jetzt hier auch gleich mal in der Geraden noch, zeigt mir eben eine Kamera den toten Winkel an. Schaut mal hier drüben in die Richtung oder auch in die andere und habe halt eben dann ja das Glück, dass ich dann eben keinen toten Winkel mehr dadurch habe, findet man auch in Hyundai oder in Kia wieder. Und jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, dass es noch eine Einstellung gibt, die ich euch gerne zeigen würde. Die findet ihr dann hier vorne bei Einstellungen, bei Fahrzeug. Und beim Motorsound. Und zwar könnt ihr den Motorsound normal, verstärkt, sanft oder ganz ausstellen. Das ist ganz interessant, weil je nachdem, wie ihr das gerne habt, könnt ihr dann eben da reinklicken. Verstärkt hätte ich den gerne, also ein bisschen lauter oder auch ganz normal. Und jetzt fahren wir hier vorne über so kleine Bobbel. Genau, die habe ich vorhin, auf die habe ich vorhin gewartet. Und jetzt sprechen wir über das Fahrwerk. Und das ist tendenziell, auch wenn wir jetzt im Komfort sind, etwas straff abgestimmt. Das finde ich aber vollkommen okay. So, jetzt gehen wir noch in den anderen Modus vielleicht, Eco, und sprechen über den Verbrauch. Angegeben ist er jetzt bei 9 Liter. Wir haben so 9,5 bei uns im Alltagstest gebraucht, was wirklich in Ordnung ist. Ist jetzt nicht der allerbeste Verbrauch. Und jetzt noch zu den Leistungsdaten. Der fährt jetzt V-Max 235 km/h, ist in 6,9 Sekunden auf 100 als Allradvariante, in 6,4 Sekunden als heckangetriebene Variante. Und da ist jetzt natürlich die Entscheidung, Jessi, was würdest du uns empfehlen? Ich würde persönlich die heckangetriebene Variante nehmen, weil die noch mal ein bisschen sportlicher ist. Ich bin jetzt nicht jemand, der Skifahren geht, weil da würdet ihr die Allradvariante brauchen. Und da geht dann auch schön so ein bisschen das Heck weg, wenn ihr dann eben etwas schneller in die Kurve fahrt und ihr seid auch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, und dann ist natürlich auch interessant, wie viele Newtonmeter haben wir hier? 353 Newtonmeter maximales Drehmoment, das heißt die Gasannahme bzw. der kommt dann auch relativ schnell. Wir haben zwar ein ganz leichtes Turboloch am Anfang bei der Beschleunigung, aber mich hat das jetzt hier in dem Test überhaupt nicht gestört. Dann hat Jan mir gesagt, Jessi, du musst doch den Leuten unbedingt die Klimaanlage zeigen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Die ist hier unten, hier ist die Klimaanlage. Die könnt ihr jeweils wärmer oder kälter stellen, könnt sie hier an- und ausstellen. Es gibt auch noch eine Sitzheizung und auch eine Sitzkühlung für Fahrer und Beifahrer. Hinten gibt es auch noch eine Sitzheizung. Heißt, es ist schon sehr, sehr luxuriös. Auch eine Heizung für das Lenkrad jetzt hier. Und hier habt ihr auch noch so Shortwahlknöpfe. Heißt, ihr müsst natürlich nicht, wie ich jetzt gerade, per Touch bedienen, sondern könnt Map, Navi, Radio, Media, Favoriten oder auch Setup drücken und habt es dann da vorne immer direkt mit dabei. So ein iDrive-Schalter wäre vielleicht auch noch ganz gut. Sowas mag ich dann ganz gerne, wenn man das von hier unten noch steuern kann. Dafür habt ihr aber eben hier dann noch diese Knöpfe. Dann möchte ich euch noch die Assistenzsysteme zeigen und die könnt ihr jetzt hier einstellen durch längeres Draufdrücken. Ich mache ja vielleicht auch mal das Licht richtig an. Durch längeres Draufdrücken habt ihr jetzt hier einerseits einen Spur
Halteassistent und aber auch ein Abstandsregeltempomat könnt ihr auch noch die Geschwindigkeit einstellen. Wenn ich jetzt hier hochtoggle, bin ich eben bei 91 km/h. Man darf hier 90 fahren. Das stellt sich dann automatisch an, hat hier auch eine Verkehrszeichenerkennung, kann jetzt hier auch ein bisschen runtertoggeln. Und jetzt hält es eben die Spur. Ich habe jetzt meine Hände nicht mehr am Lenkrad und den Abstand zum Vordermann. Und das macht es vor allem eben bei der Fahrt auf Autobahnen super angenehm. Man muss gar nicht mehr so viel machen. Natürlich muss ich jetzt irgendwann auch wieder meine Hand ans Lenkrad machen. Ich werde auch, ihr seht es hier vorne gerade, das steht es dann auch, Lenkrad nicht loslassen bitte. Ich nehme dann auch wieder die Hände ans Lenkrad. Und so kann man eben teilautonom Level 2 fahren, was wirklich sehr viel Spaß macht. Und was wir jetzt aber gemeinsam machen, ist jetzt hier noch in Sport gehen und dann beschleunigen wir durch und los geht's, denn da kommt hinten schon jemand. Schau mal, was der so kann auf 100. Ja. Und 100, die Beschleunigung ist schon gut. Ihr habt gerade gemerkt, leichtes Turboloch ist da, aber es ist absolut ausreichend eben mit den Leistungsdaten. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Es ist ganz schön windig hier in Lissabon. Ich denke, ihr seht es auch an meiner Frisur. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ich möchte euch jetzt sagen, wie ich den Genesis G70 Shooting Brake finde. Und ja, fangen wir vielleicht erstmal bei der Optik an. Es ist ein Genesis, er fällt auf, er hat die typischen Genesis-Merkmale. Ich mag die sehr gern. Kann aber durchaus verstehen, wenn die vielleicht im europäischen Auge erstmal ein bisschen ungewohnt erscheinen. Wenn man aber öfter hinguckt, finde ich den schon ganz schön schick, denn es ist ein sehr edles Auto, es ist ein sehr edler Look, auch jetzt hier als Shooting Brake, es muss nicht immer eine Limousine sein. Wir haben sehr viel Platz im Kofferraum und auch auf der Rückbank und das ist genau der Grund, warum dieses Auto eben für Europa oder vor allem für uns Deutsche Allmanns konzipiert wurde. Innenraum ist auch sehr gut verarbeitet, da gibt es wenig zu meckern, das kratzt sehr am Premium-Segment. Und vor allem hier mit der Lexicon Audioanlage muss ich sagen, das macht richtig Spaß, damit rumzuspielen erstens und zweitens macht es richtig Spaß, da Musik zu hören. Jetzt sprechen wir aber über den Preis und der beginnt jetzt beim kleinsten Benziner bei 40.000 Euro. Der kleinste Diesel beginnt dann bei 42.000 Euro und so wie er jetzt hier dasteht, kostet er ungefähr ab 50.000 Euro. Dann haben wir noch ein bisschen Ausstattung dabei, wie das Technikpaket und auch das Komfortpaket. Und dann liegen wir bei einem Preis von Mitte 50.000 Euro. Und da finde ich, bekommt ihr sehr viel Auto für zwar nicht wenig Geld, aber es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hinzu kommt auch noch, dass ihr bei Genesis eine Garantie von über 5 Jahren habt, beziehungsweise von 5 Jahren. Und ja, es gibt kein Händlernetz. Kein klassisches, sondern eben ein Personal Assistant heißt, der kümmert sich um euch, bringt euer Auto zur Werkstatt, sagt euch, wenn ihr einen Service braucht und bringt euch vor allem das Auto auch vorbei, wenn irgendwas ist. Sehr interessant, schaut auch mal bei Genesis vorbei und abonniert auch gerne unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann wünsche ich euch schöne Weihnachten und hoffentlich bis bald.